Ja, hallo und herzlich willkommen hier in unserer Session Rally Goes Open. Wir knüpfen gleich nahtlos an nach der Keynote des Franziskanermönchs. Gehen wir jetzt rüber und wechseln das Lager zu den Reformierten. Wir sind quasi die evangelische Pendant zu der Keynote heute Morgen. Wir machen es aber auch technisch. Ihr unterbrecht uns auch gerne jederzeit. Dann gehen wir auf Fragen ein und gestalten die Keynote auch ein bisschen um oder unseren Workshop, so wie ihr das haben wollt. Wir, das sind Frank Staude und ich. Ich stelle mich kurz vor und gebe dann dir das Mikrofon weiter. Ja. Ich bin Jörg Lohrer, ich arbeite im Comenius-Institut. Das ist das erziehungswissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Sitz in Münster. Und dort gibt es ganz viele Arbeitsbereiche, Erwachsenenbildung, Religionsunterricht, Fernbildung, Onlinebildung und eben auch RPI virtuell, das Institut für alle anderen Institute. Was das genau ist, erkläre ich dann gleich. Auf Twitter findet ihr mich unter @empyria, der Erfahrungsbezug da ein bisschen mit drin. Ja, soweit mal. Gebe ich dir weiter. Ja, ich bin Frank, die meisten kennen mich ja, wenn ich mich hier so umgucke. Ich mache ganz viel mit WordPress, das muss erstmal reichen. Das ist meine Standardvorstellung. Okay. Genau. Ich möchte zum Einstieg nochmal diesen Spirit of Open aufgreifen, der heute Morgen nochmal genannt war. Und zwar ein paar Wurzeln dieses Baumes. Da gibt es noch ein paar Easter Eggs. Also ihr könnt euch die Prezi anschauen. Vielleicht können wir es auch nachher kurz twittern online. Die Prezi ist auch öffentlich und kopierbar, dient als Vorlage, kann also auch von euch weiterverwendet werden oder schamlos daraus geklaut werden. Genau, auf die erste Prezi. Wir hatten ja schon ein Zitat von Jesus Christus heute aus der Bibel. Eins wäre hier auch noch, sharing is caring. Also quasi auf in der Apostelgeschichte, geben ist seliger denn nehmen. Und das ist auch eine Grundmotivation, die wir haben, weshalb wir unsere Arbeit machen und wie wir sie machen. Dass wir kein Geld dafür verlangen, dass wir nicht kommerziell arbeiten, dass wir uns durch die Kirchensteuer eigentlich schon refinanziert sehen und jetzt nicht nochmal einen obendrauf setzen müssen durch irgendwelche Monetarisierung oder Distribution, sondern unsere Dienste sind kostenfrei zur Verfügung und sollen das auch bleiben. Schon seit über 10 Jahren gibt es RPI virtuell und schon seit ein paar mehr Jahren gibt es die Kirche und diese Grundidee dahinter. Diese Worte von Augustinus, die ihr jetzt hier seht, habe ich nicht irgendwie in Kirchenbüchern gefunden, sondern in der Präambel der Free Software Foundation. Und die finde ich eigentlich ganz bezeichnend für die neue Kulturtechnik, die wir uns gerade als Menschheitsgeschichte versuchen wollen anzueignen. Die Digitalisierung, so nach Sprache und Buchdruck und den Massenmedien, ist jetzt nochmal was ganz Neues da. Wenn man was kopiert, dann hat man auf einmal zwei davon. Und das bedeutet für viele nochmal eine ganz besondere Herausforderung, vor allem für diejenigen, die irgendwie Wert gelegt haben bisher auf das geistige Eigentum, was auch immer dieser Kampfbegriff bedeuten soll. Wir sind der Meinung, wir sollten alles miteinander teilen. Und dann sieht man auch an solchen Übergängen von gesellschaftlicher Transformation, dass immer geistesgeschichtlich sich auch was tut. Ja, also Platon hat schon irgendwie nach Ägypten rüber geguckt, wie die da die Schriftzeichen entdeckt haben und hat gesagt, Mensch, das Wort erkaltet doch, wenn man es zu Stein, in Stein reinmeißelt. Was soll denn das überhaupt? Oder jetzt haben wir irgendwelche Hirnforscher, die sagen, wir werden digital dement, wenn wir diesen neuen Kulturtechnik uns irgendwie anvertrauen. Und da finde ich ganz bezeichnend, dass so jemand wie Martin Luther eigentlich diese Technik des Buchdrucks, die damals so im 15. Jahrhundert neu am Kommen war, umarmt hat und gesagt hat, genau das brauchen wir, damit wir auch als Menschheitsgeschichte ein Stück weitergehen. Er hat sogar gesagt, das ist die letzte Flamme vor dem Auslöschen der Menschheit, ist der Buchdruck. Und diese Begeisterung, die brennt eigentlich auch in uns, wenn wir jetzt versuchen wollen, was zu entwickeln mit WordPress, dass wir sagen, wir brauchen solche Technologien, Open Source, eigentlich, um auch jetzt wieder einen Schritt weiterzukommen. Ja, ich habe mir erlaubt, hier mal ein bisschen umzuformulieren. Mahatma Gandhi, der hat gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. An dieser Stelle bedeutet das eigentlich, dass wir auch die Bildungsmedien zu produzieren, nicht nur den Verlagen überlassen sollten oder irgendwelchen Leuten, die schon in Kreisen sich im Prinzip etabliert haben, um dann auch wieder Schranken setzen zu können, sondern dass wir Lernende ernst nehmen, Schülerinnen und Schüler und denen auch ermöglichen, Bildungsmaterialien zu produzieren und dass die Bildungsmaterialien, die von Experten kommen, wie uns, unter freien Lizenzierungen stehen und allen auch zur Verfügung sind. Jo. Jetzt mal ganz konkret, was ist RPI virtuell?
RPI Virtuell ist zunächst mal ein Institut, so wie viele andere Institute in Deutschland. Es gibt in jeder Landeskirche so eine Weiterbildungsorganisation für die Pfarrerinnen und Pfarrer und für die Religionslehrer. Die heißen pädagogisch-theologische Zentren oder religionspädagogische Institute. Und da hat jede Landeskirche ihr eigenes. Dort sitzen dann die Studienleiter und machen Fortbildungen in für die Kindererziehung, Kindergärten, für Sekundarstufe 1 und 2, Gymnasium, für Konfirmandenunterricht und so weiter. Und wenn die aber jetzt was ohne Präsenz haben, nämlich auch Online-Fortbildungen oder Blended Learning, wo man so ab und zu auch mal den teilnehmenden Dokumente online stellen will, oder wenn sie auch publizieren über ihre Zeitschriften, dann machen sie das auch digital und dann unterstützen wir. RPI Virtuell ist also eine Lernplattform, ein Unterstützungssystem für diese Institute und allgemein für den Religionsunterricht. Wir sind auch ein weiteres, eine Bibliothek. Wenn diese Institute was publizieren, wenn wir was finden in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wenn Lehrerinnen und Lehrer bloggen und gute Ideen für den Unterricht entwerfen, dann nehmen wir die Inhalte auf und verlinken die, reichern sie an mit Metadaten, also machen Schlagworte dazu. Das passt jetzt eher zu Ostern, das zu Weihnachten, das hier zu Inklusion oder was auch immer dann die Themen sind und haben somit im Prinzip ja, ein bisschen ein besseres Google für alle, die in der religiösen Bildung unterwegs sind. Denn man kann dann in diesem Materialpool alles finden und es auch sortieren und filtern. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das redaktionell zu betreuen. Zum Zweiten sind wir ein Lernraum, zum einen für die Institute, das habe ich vorhin schon erwähnt, und zum anderen für alle, die irgendwie religiöse Bildung betreiben wollen im deutschsprachigen Raum. Das heißt evangelisch, katholisch, auch jetzt zunehmend islamischer Religionsunterricht, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg nutzt man sehr stark RPI virtuell und wir bieten Technologien an, mit denen man im Unterricht oder in der Fort- und Weiterbildung oder auch in geschlossenen Kreisen miteinander arbeiten kann. Das sind Wikis, Blogs, Chatsysteme, Dokumentablagen, was man eben so alles braucht in diesem E-Learning-Bereich. Und zum guter Letzt verstehen wir uns, wie hier WordPress sich auch versteht, als eine Community, als eine Gemeinschaft derjenigen, die was bewegen wollen. Na, Martin Luther hat das Priestertum aller Gläubigen gegründet. Von dem her brauche ich heute hier keine Kutte als Diakon zu tragen, um mich als einer von denjenigen zu verstehen, die einfach mitarbeiten an dieser Community, die was nach vorne bringen will. Jo, das ist also RPI virtuell. Jetzt weiß ich gar nicht, was die nächste Folie ist. Ah ja, ein paar Zahlen vielleicht, was so Zugriffszahlen sind. Wir sind evaluiert worden vom Learning Lab in Duisburg vor 2 Jahren und die Uni in Nürnberg hat eine Nutzerbefragung gemacht, weil wir jedes so alle 2 bis 3 Jahre wieder vor der Herausforderung stehen, wie soll es denn weitergehen. Also brauche ich, glaube ich, nicht vorlesen, kann jeder selber, ein Speaker, der Folien vorliest, ist, glaube ich, überflüssig. Also vielleicht hier so ein paar Eindrücke zu den Zahlen, kann man auch nochmal nachlesen in der Prezi. Ja. Im Jahr 2000 oder so haben ein paar Rallye-Lehrer sich getroffen und irgendwo an einem Bahnhof in Deutschland und miteinander überlegt, wie können wir uns ein bisschen besser vernetzen. Das kam auch ein paar Entscheidern in der Kirche zu Ohren und dann wurde RPI virtuell von der EKD-Synode institutionalisiert, mit einem Haushalt ausgestattet und seither gibt es eine große Kontinuität durch die Personalmittel und Finanzmittel, die diesem Arbeitsbereich zur Verfügung stehen. Und so alle 2 bis 3 Jahre müssen wir also eine neue Version entwickeln, um dabei auch up-to-date zu bleiben. Die letzte war 2012, da haben wir den Materialpool erweitert, haben auch schon die Blogs mit reingenommen. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, wie soll RPI virtuell 2017 aussehen? Bisher, das habe ich ja gezeigt mit diesem Bibliothek und den Lernräumen und so, haben wir uns immer irgendwie wie so ein Gebäude verstanden oder ein Haus, ein Studienzentrum oder ein Institut, in das man kommen kann. Und dann hat man halt noch einen Chat angebaut und noch einen Blog angebaut und irgendwie zeigt sich, dass das die falsche Infrastruktur ist, um die bereitzustellen. Ist einfach zu komplex, das zukünftig zu leisten und dieses Haus ständig irgendwie zu erweitern und auszubessern. Und außerdem funktioniert das Internet ja gar nicht so. Das ist ja nicht irgendwie eine zentrale Institution, die irgendwie groß ist und wo sich dann jeder zurechtfindet, sondern das Internet funktioniert selbst dezentral. Ist eine Herausforderung für Institutionen, wenn man Macht abgibt in solche Netzknoten,
Bedeutet aber auch letzten Endes, dass man den Reichtum, den Leute mitbringen in ihrem Engagement, voll abschöpfen kann, wenn man sich darauf einlässt. Und deshalb haben wir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, okay, wir gehen weg von diesem Eigenprogrammierung hin zu Open Source. Wir haben zwar schon viele Open Source Dinge genutzt, aber wir machen wirklich ganz auf alles, unsere Bibliothek, die Metadaten, die zugrunde liegende Programmierung und selbst unsere Entwicklung, unsere Entwicklungswerkstatt wird komplett öffentlich und offen und da kann also dran mitgebaut werden, wer auch immer da sich engagieren will. Ist eigentlich nur die logische Konsequenz. Wir haben gesagt, das ist open, wir wollen Open Educational Resources entwickeln, offene Bildungsinhalte entwickeln, bereitstellen und jetzt gehen wir also den letzten Schritt eigentlich, den wir noch brauchen, nämlich dass unsere zugrunde liegende technische Struktur auch komplett offen wird. Ja, also, das ist im Prinzip so überschrieben mit dem Weg vom Dienst zum Netzwerk. Wie schaut das aus? Wir haben die Räume einfach auseinandergebaut und haben gesagt, wir machen jetzt Module. Und der eine Nutzer, der braucht vielleicht nur den Materialpool und den interessieren diese Lernräume gar nicht. Der nächste ist irgendwie Teilnehmer in einem Kurs, der braucht über den Materialpool gar nichts zu wissen oder wie er jetzt einen Blog erstellt, sondern will nur erstmal an seine Kursmaterialien. Und deshalb haben wir diesen Perspektivwechsel gemacht und gesagt, wir wollen vom Nutzer her denken oder von den Nutzerinnen her. Im Moment schaut unsere Startseite dann so aus. Also wenn ihr ins Internet guckt, rpivirtuell.net ist die alte, die bisherige Seite. Und rpivirtuell.de ist die neue Seite und die führt im Moment gerade zu so einer Übersicht von Modulen und wir bauen jetzt Stück für Stück das bisherige um in eine Modularisierung. Der News-Bereich steht schon, also unter news.rpivirtuell.de gibt es die Blogs oder gibt es mehrere Blogs und vor allem einen zentralen, den wir auch aggregieren, den wir redaktionell betreuen und wo wir Leute aus Instituten oder jeden, der mag, auch ermutigen, hier mit Autoren zu sein, um tagesaktuell was zu liefern. Das ist jetzt hier so ein Blick auf dieses Blog-Modul. Genau, auf die News als ein Blog von denen, die wir zur Verfügung stellen. Veranstaltungen, hier sieht man auch WordPress Camp. WordCamp Nürnberg ist eine Veranstaltung, die mit angefeatured wird. Und das geht dann auch. Ja, klar, grätsch ein. Ist das komplett neue Plattform gebaut oder übernehmen wir auch schon Informationen, die jetzt auf der alten Seite machen? Ja, die Frage nochmal wiederholen. Ja. Wird es als neue Plattform gebaut oder übernimmt er auch Inhalte der alten Seiten? Ja, also wir übernehmen alles von den alten Seiten. Wir haben schon angefangen mit einem Blog-System, das unsere User auch nutzen, mit über 100 Blogs, die Lehrerinnen und Lehrer da betreiben. Die werden einfach auf neue Instanzen umgezogen und werden nochmal besser integriert und sind besser anschlussfähig. Wir hatten vorher Gruppenräume, die müssen jetzt umziehen in einen neuen Gruppenbereich. Das zeigt Frank auch nochmal oder wir blicken gleich nochmal drauf. Die müssen manuell nochmal das selber hinkriegen, ihre Dokumente darüber zu transferieren. Aber im Prinzip wird alles, was bisher da war, nur noch besser, auch im Neuen dann jetzt umgezogen. Auch der komplette Materialpool wird umziehen. Den haben wir noch nicht angegangen, das geht ja im Herbst los mit dem Materialpool. So schaut der im Moment aus, man kann da Inhalte finden, wir haben schon eine Semantik drin, wenn man auf Ostern klickt, dann hat man auf einmal Passion und alles, was so in diesem Themenfeld um Ostern rum passiert. Wir haben auch schon die Möglichkeit zu filtern und im nächsten Schritt wollen wir das dann eben erweitern, um an die Metadatenstandards anschlussfähig zu werden und um auch mit EduText beispielsweise dann zu kooperieren, Elasticsearch noch zu nutzen und weitere Technologien, die zur Verfügung stehen. Was haben wir noch an Screenshots? Das ist der Gruppenbereich. Hier haben wir BuddyPress umgesetzt. Da können Nutzerinnen und Nutzer entweder komplett öffentliche, so ist die Voreinstellung, Gruppen gründen oder sie auch verstecken, wenn man jetzt beispielsweise an versteckten Inhalten auch arbeiten will. Wir haben auch Autoren, die Religionsbücher schreiben, die wollen jetzt nicht unbedingt alles öffentlich machen. Die Tendenz ist aber schon, dass wir sagen, macht so viel wie möglich offen und öffentlich, damit ihr auch anschlussfähig seid und damit Leute was mitkriegen von dem, was ihr tut in dem Bereich. Also wir haben eine Designanpassung gemacht und das Boss-Theme verwendet und noch einige Plugins wie die Docs beispielsweise. Ja, kann man auch noch näher drauf eingehen, wenn da noch weitere Rückfragen sind. Im Blog-System kann sich jeder wie bei WordPress.com ein eigenes Blog machen. Wir stellen sämtliche Themes zur Verfügung, die wir auch gekauft haben zum Teil für alle, die unser Netzwerk nutzen wollen. Und man hat die Möglichkeit dann auch auf der Startseite zu erscheinen mit seinen Blogbeiträgen. Auch Gruppen können Gruppenblogs miteinander betreiben. Auch hier versuchen wir dann wieder die Dinge untereinander, die Module miteinander zu verzahnen und anschlussfähig zu machen.
Ein Beispiel für eine Nutzung von einem Blog sind hier unsere Ausstellungen in der Artothek. Da haben wir also zeitgenössische Kunstausstellungen zu religiöser Bildung. Es gibt ein Kuratorium, die hier mit einem Theme, ich glaube Vertex heißt es, Ausstellungen generieren und damit dann auch Kunstwerke online zugänglich machen. Vielleicht gehen wir noch ein Stück weiter. Relilex ist auch ein Blog, war vorher eine eigenständige Seite und hier ist jetzt Elasticsearch zum Beispiel schon umgesetzt und wenn man anfängt zu tippen, haben wir dieses Autovervollständigen. Da war vorher ein Wiki, ist jetzt ein Blog mit Wiki-Funktionalitäten, wo so Grundbegriffe für die religiöse Bildung nachgeschlagen werden können und man selbst auch fachwissenschaftliche Artikel erstellen kann. Jo. Das noch ein Beispiel für ein Lernmanagementsystem. Wir haben überlegt, machen wir Moodle oder bieten wir auch einigen Instituten an, die unbedingt damit arbeiten wollen. Wir haben dieses LearnDash entdeckt, was auch ermöglicht, was eigentlich jedem Nutzer ermöglicht, selbst einen Kurs zu erstellen und so Lernbausteine, Lernfortschrittsbausteine zum Selbstbegehen mit Badges und Zertifizierbarkeit zu ermöglichen. Das haben wir also auch schon umgesetzt und stellen das zur Verfügung. Jo. Jetzt gebe ich mal das Mikrofon weiter. Warum brauchen wir jemand wie Frank Staude? Ich bin ja noch nicht ganz so lange dabei. Die Kollegen haben mich ja im Juni erst dazugeholt. Bei der Überlegung, dass wir weg wollen von einem zentralen Server mit einem zentralen Dienst hin zu einem Netzwerk hat... Es gab eine technische Herausforderung, ein paar, die es zu lösen gab. Es ist momentan so, es gibt ein Single Sign-On, einen zentralen Login-Server basierend auf CAS, der so funktioniert, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Blogs gehe oder auf den Materialpool oder zu jedem anderen Dienst, ich umgeleitet werde beim Login zu unserem zentralen Server, mich dort authentifiziere, das geht wieder zurück. Und mit einmal registriert als Benutzer bin ich dadurch in der Lage, an allen unseren Diensten und auch an Diensten angeschlossener Institute und Einrichtungen als User teilzunehmen. Das funktioniert auch ganz gut, so grundsätzlich, das Anmelden, aber, ich weiß gar nicht, ob es jetzt die nächste Folie schon ist, ja gut. Also nur als Beispiel, was wir da noch alles dran rumstricken mussten, ist, die Standardidee des CAS-Server-Plugins ist, ich melde mich da auch an. Also ich registriere mich auch da. Und das machen wir nicht. Wir wollten den Login-Server einfach komplett draußen halten. Dann scheitert man an so kleinen Dingen wie diese Links für Passwort vergessen und zurück, dass die dann plötzlich aber auf den Login-Server zeigen und nicht auf die Server-Instanz, von wo man gekommen ist. Bei Staatskring kriegt man es noch hin, dass durch alle Klickgänge bei ich habe mein Passwort vergessen und die gesamten Folgedialoge, da noch alle Links dann durchzuschleifen, ist dann doch ein bisschen Herausforderung. Zum Beispiel. Oder so Plugins, die unbedingt benutzt werden sollen, die nur in russischer Sprachdatei und russisch kommentierten PHP-Code vorliegen. Habe ich gerade letzte Woche gemacht. Weiß nicht, wer von euch BuddyPress benutzt, was man hier durch die hier angedeutete Hierarchie da sieht. Wir arbeiten ganz viel, und das ist auch eine Forderung an uns, mit hierarchischen Gruppen. Das ist etwas, was standardmäßig erstmal nicht geht. Ja, da gibt es ein Plugin für. Dieses Plugin wird nicht mehr gepflegt, haben wir inzwischen also auch geforkt, um es noch lauffähig zu haben in der aktuellen Version. Und also ungefähr, wir haben... Also eigentlich war der Plan ja, wir wollen weg von dem bestehenden Code, der von irgendjemandem mal gebaut wurde. Wir setzen was Offenes ein. Tatsache ist es so, dass wir aber inzwischen in unseren eigenen Repositories, ich muss dazu sagen, ich bin in der glücklichen Situation, bezahlt zu werden für Code, den ich zu 90% oder so 95% anschließend unter GPL auf GitHub stellen darf und zu WordCamps reisen darf. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, wir haben also inzwischen so ungefähr 30 oder 35 Repositories bei uns auf GitHub. Sei es drum, dass wir was geforkt haben, ganz viele eigene Erweiterungen, die einfach noch die vorhandenen Plugins da ein bisschen erweitern, so wie wir es gerne hätten und wie wir es brauchen.
So. Es kamen dann auch interessante Anforderungen während der ersten Tests, die wir gemacht haben, die dann auch nicht so ganz out of the box funktionieren. Also was man hier zum Beispiel sieht, da rechts, zwei interessante Dinge unterhalb der Gruppeninfo. Das ist einmal, da gibt es so einen Verweis, der heißt Groupblocks. Wir haben eingebaut, dass ich von meiner Gruppe automatisch verlinken kann zu einem Blog. Wobei wir das noch ein bisschen weiter treiben. Automatisch verlinken heißt nicht nur, wo es natürlich Plugins für gibt, mit ich binde den RSS-Feed ein, sondern bei uns ist es so, dass da tatsächlich ein Konfigurationsstring in dem entsprechenden Bereich existiert, den ich kopiere und dann auf den Blog-Server wieder reinkopiere. Und damit werden zum Beispiel auch automatisch meine Gruppenmitglieder Abonnenten innerhalb meines Blogs. Ich sage, ich möchte also für meine Gruppe, die ich habe, ein eigenes Blog machen. Kann ich also mit zwei Klicks meine sämtlichen Gruppenmitglieder gleich schon mal in dieses Blog reinholen, obwohl es auf einem komplett anderen Server liegt. Es wird relativ viel, auch dadurch, dass wir, das habe ich glaube ich später noch in der Folie, mit dem Docs-Modul arbeiten. Das ist so eine Art Dokument, aber nicht wirklich, weil es nicht darum geht. Also so eine Mischung aus Wiki-Seiten mit angehängten Attachments, nennt sich Docs, ist nicht wirklich ein Ersatz für echtes Dokumentenmanagement. Da wird aber relativ viel gemacht. Und so die Startseite ist normalerweise bei so einer Gruppe halt immer die Aktivitätenauflistung. Das Problem ist, bei wirklich aktiven Gruppen scrollt das immer viel zu schnell raus. Da haben wir dann so Möglichkeiten geschaffen, wie dass man einzelne Aktivitäten anpinnen kann. Das ist das, was man da rechts unten sieht, unter angepinnt. Ich dann sage, ich habe da nochmal einen Doc für die Vorbereitung von der nächsten Konferenz, damit die Leute das gleich auf der Startseite ihrer Gruppe halt gleich nochmal schnell wiederfinden. Den Link können die Autoren unter anderem auch Aktivitäten anpinnen. Was auf dem Screenshot nicht zu sehen ist, was noch nicht ganz fertig ist, ist das, wo ich mich momentan gerade so mit beschäftige, ist das Taggen von Aktivitäten, entsprechend inklusive natürlich der Filterung innerhalb des Aktivitätsstreams nochmal. Und was auch noch nicht drin ist, was auch so als nächstes dann kommt, dass die in der, sowohl beim Anpinnen als auch in der Auflistung der Aktivitäten tatsächlich auf die Docs, das einzelne Doc oder den einzelnen Forumsbeitrag verwiesen wird. Und nicht nur steht, da hat der was in dem Forum gemacht, sondern dass dann halt bei dem angepinnten Verweis tatsächlich ich auf den entsprechenden Beitrag dann lande. Das alles für unsere User, damit sie ordentlich damit arbeiten können. Eine weitere Herausforderung bei der Idee, wir wollen ein Netzwerk werden, ist, wir haben zwar einen relativ zentralen Buddypress-Server für uns, der, wo wir auch die erweiterten Profile drauf haben. Es gibt tatsächlich die Anforderung, das wird auch schon benutzt, dass andere Institute zwar mit bei uns in diesem Single Sign-On mit drin sein wollen und auch über die Blogs so lose vernetzt, aber aus den verschiedensten Gründen, zum Beispiel auch eigene Gruppen haben wollen. Das heißt, unter ihrer eigenen Domain, unter ihrer eigenen Kontrolle, wie auch immer. Sie haben jedenfalls eine eigene Buddypress-Instanz. Und da war eine etwas größere Herausforderung, tatsächlich eine Synchronisation von den Profilen zwischen Buddypress-Instanzen zu schaffen. Also es ist halt so, wir kopieren Sachen vom Login-Server auf den einzelnen Server, damit der User dort existiert. Es werden teilweise dann Profildaten von dem zentralen Buddypress-Profil-Server kopiert auf eine andere Buddypress-Instanz, damit die dann dort sind. Das sind dann so die Dinge, mit denen ich mich in letzter Zeit tagsüber beschäftige. Wir haben uns dazu noch eine Mischung aus ein paar eigenen Tools gebaut und natürlich so ein paar Standardsachen. Eins unserer eigenen Tools nennt sich Siteconfig. Da sind wir einfach in der Lage, eine Konfigurationsdatei zusammenzuklicken, wo einfach drin steht, was alles an Plugins standardmäßig beim ersten Aufruf von einer neu aufgesetzten Site, was dann über WP Command Line natürlich passiert, alles mitinstalliert werden soll, wo man auch so nette Abhängigkeiten hat, ne, so Plugins, die andere Plugins voraussetzen und
wo man dann teilweise auch schon natürlich gleich die entsprechenden entsprechende Konfigurationsdaten mit ausrollen möchte. Also ne, fürs CAS-Modul muss natürlich gleich die Adresse von unserem Login-Server mit. Wenn BuddyPress ist, muss natürlich die Adresse von unserem Profil-Server da mit rein und solche Sachen. Zum Testen Vagrant mit einer ganzen Handvoll eigener Skripte, damit wir in der Lage sind, theoretisch, das dauert dann nur ein bisschen Zeit und braucht ein bisschen Bandbreite, das komplette Netzwerk in eine virtuelle Umgebung reinzuziehen zum Testen. Testen heißt in der Regel immer so mindestens 2 bis 3 beteiligte Server. Also der, auf den ich gerade arbeite, plus Login-Server, plus gegebenenfalls Profil-Server. Das ist in der Regel das Minimum, was man dann lokal auf dem Rechner hat. Bei komplexeren Dingen kommen nochmal weitere hinzu. Ja, GitHub ist natürlich unser Standard-Tool. Und alle Plugins sind entsprechend mit den Metadaten, dass wir sie über den GitHub-Updater auch auf die einzelnen Instanzen rauskriegen, mit drauf. Genau, das meiste von uns, was wir selber entwickeln, liegt auf GitHub, bis auf so vielleicht 5%, die da nicht liegen. Damit bin ich dann, glaube ich, durch mit der mit einer kleinen Übersicht von dem, was ich da so tue und was wir da so tun. Wie gesagt, wir sind ungefähr so bei 35 Repositories, da liegt noch ein bisschen mehr, was wir da machen. Aber Repository heißt halt auch, wir haben eins, wo unsere eigenen Übersetzungen drin sind, weil wir so ein paar haben, wo es nicht passt. Sind natürlich auch nur, teilweise auch nur Child Themes, aber halt zum größeren, manchmal dann auch ein bisschen größerer Code. Damit wäre ich so vom Technikkram auch durch. Jetzt dürft ihr Fragen stellen. Die Frage war, wie lange wir dran arbeiten und ob wir einen Zeitplan haben. Wann haben wir angefangen? 2015 im Herbst, glaube ich, ging es los jetzt. Oder, beziehungsweise die Vorüberlegungen waren vorher schon da und wir haben uns ja auch beraten lassen und ein paar Tipps dazu bekommen. Im Kernteam machen wir allerdings die Entwicklung selbst und da merkt man jetzt schon so die ein oder andere Verzögerung von dem Plan, den wir hatten. Wir sind im Kernteam 6 Leute, ja, mit unterschiedlichen prozentualen Aufteilungen, also von 20% oder Honorarkraft bis hin zu Vollanstellung und Vollzeit. Also 3 Leute in Vollzeit, eine in 30% und dann noch verschiedene prozentualen für Support und so weiter. Wir haben von der EKD einen 6-stelligen Betrag bekommen, bis Ende 2017 fertig zu sein. Das ist das Ziel. Wir müssen mal schauen, ob das so haltbar ist und wie viel Geld noch da ist mit den nächsten Jahres und wo man dann vielleicht Abstriche machen muss oder was wir uns noch zusätzlich leisten können. Im Moment haben wir schon den Gruppenbereich, die Blogs umgesetzt. Wir haben jetzt auch Partner, die Erwachsenenbildung in Hessen oder in Württemberg, die mit uns arbeiten, die dann noch gerne OwnCloud-Lösungen haben wollen und Moodle. Das heißt, solche Instanzen haben wir jetzt auch bereitgestellt und klinken die dann wiederum mit ein in den CAS-Server, den Frank beschrieben hat. Ein großer Baustein wird sicherlich jetzt der Materialpool sein. Da besprechen wir uns mit EduTags, die haben wir die nächsten Zeit auch nochmal ein paar Rücksprachen. Frank hat schon gescribbelt, wie nennt man das? Die Mockups gemacht für den Materialpool, die sind auch schon da. Aber man sieht ja dann erst, wenn man was umsetzt, wie komplex wird was. Beispielsweise das ganze Design haben wir uns eingekauft von Boss. Die sitzen in USA, Bundesstaat habe ich jetzt ganz vergessen. Das war auch nochmal ganz spannend mit unterschiedlichen Zeitzonen, dann die Anpassung für unsere Plugins, die wir gerne haben wollten, dann von denen in Auftrag zu geben. Das haben wir zum Beispiel komplett outgesourced und uns designen lassen. Merken aber jetzt, wenn die Docs aktualisiert werden oder die Extras oder andere Plugins, dass es dann wieder nicht zum Design passt und da müssen wir nochmal schauen, müssen wir nachverhandeln, können wir das selber durch Eigenleistung fixen und so. Ist schon eine Herausforderung. Was uns sicherlich fehlt, wäre so ein richtig gutes Projektmanagement, wo man mit einer Gantt-Chart irgendwie die Dinge abhaken oder so. Ich glaube, Projektmanagement ist sowieso so eine Sache für sich. Arbeitet ihr in Dokumenten schriftlich oder macht ihr auch
Ja. Ob wir die Entwicklung schriftlich dokumentieren und Konzeption haben, werden auch veröffentlicht, sind auch jeweils als Präsentation verfügbar, als Volltexte. Wir müssen es ja auch immer wieder einreichen bei der EKD bzw. beim Vorstand des Comenius-Instituts, die darüber in Kenntnis bleiben wollen, was wir denn machen und wie das Geld auch verwendet wird. Und wir haben auf GitHub beispielsweise auch den Code zum Teil auskommentiert liegen. Ist auch ganz interessant, dass einige Power-User jetzt anfangen, nicht mehr Support-Anfragen über die Hotline zu stellen, sondern auf GitHub Issues eintragen. Ermöglicht uns dann auch nochmal einen besseren Workflow vom Projektmanagement her. Klar. Aber man merkt schon auch immer, dass Wissen auch an Personen hängt und dass Personen nicht die ganze Komplexität von dem, was sie durchschauen, irgendwie ausdokumentieren, weil sie ja in der Entwicklung auch eine Progression hinkriegen wollen. Und das ist schon ein Spannungsverhältnis, was ich echt schwierig finde, zusammenzuhalten als einer, der jetzt nicht coden kann. Ja. Du wolltest auch noch? Ja, so ergänzend noch, das Comenius-Institut sitzt zwar in Münster und da sitzen auch die meisten, außer bei RPI virtuell, bei uns ist der Name Programm. Das heißt, unser Projektteam sitzt über ganz Deutschland verteilt. Also ich habe ja das WordCamp Nürnberg organisiert, nicht weil ich in Münster sitze, sondern ich wohne irgendwie so 30 Kilometer von hier entfernt. Das heißt, wir haben für uns intern natürlich sowieso entsprechend alles im Netzwerk. Das heißt, wir machen auch ganz, ganz viel mit Trello, mit verschiedenen Google Docs, Skype, Handout, also das volle Sammelsurium an Tools für Leute, die halt remote arbeiten. Ja, dann. Ich soll wieder die Frage wiederholen, damit es auf der Aufzeichnung drauf ist. Die Plattform, die wir entwickeln, ich würde dich korrigieren, das Netzwerk, das wir versuchen zu entwickeln, ist Open Source zur Verfügung. Und ob wir jetzt nicht nur die einzelnen Module praktisch zur Verfügung stellen, sondern ob es auch möglich wäre, Single Sign-On plus Blogs plus Materialpool im Prinzip für andere Großprojekte zu übernehmen, sei das in der Erwachsenenbildung oder für irgendwelche Herausforderungen, Flüchtlinge, Schlagwort. Uneingeschränktes Ja. Kann alles komplett übernommen werden. Man braucht natürlich ein bisschen technische Expertise und wie gesagt, das ist nicht alles bis ins Kleinste als Installationsschritte schon ausformuliert. Wir sind jetzt dabei, Tutorials beispielsweise zu machen. Wie melde ich mich an? Wie registriere ich mich? Kann ich mit dem gleichen Passwort ins Blog und in die Gruppe? Also diese ganz basalen Dinge, die jetzt auch mit den ersten Usern, die Netzwerkmodule in Anspruch nehmen, durchgespielt werden müssen. Je mehr es da auch Entlastung gibt und die User anfangen, die Schritte zu dokumentieren, umso besser können wir natürlich das Gesamtsystem dokumentieren. Aber wir bieten auch ein White Branding beispielsweise an für die Erwachsenenbildung in Württemberg. Die haben gesagt, wir wollen das, wie ihr es habt, alles so. Wir wollen bloß nicht, dass da RP virtuell drüber steht, sondern Erwachsenenbildung. Und das funktioniert genauso. Oder jeder, auch im Kleinen, jeder User, der einen Blog bei uns hat, kann sich für 5-6 Euro eine Domain kaufen und kann sagen, und meine URL soll aber bei RP virtuell auf euer Blog zeigen. Dann gibt es religiouseducation.de oder es gibt alle möglichen anderen Projekte. Da sind wir also komplett offen dafür und auch anschlussfähig. Ja. Wir bitten nur darum, wenn es für größere Projekte unsere Infrastruktur auch inklusive der Server genutzt wird, dass wir dann auch miteinander in irgendeiner Art von einer Vereinbarung kommen, damit wir das refinanzieren können, was wir dann zur Verfügung stellen. Ja. Das, was ihr an die Entwicklergemeinschaft zurückgebt, gibt es das auch auf GitHub komplett oder habt ihr eigene Plugins? Wie kommt man an die Dinge ran? Das musst du am besten du beantworten. Aktuell liegt alles auf GitHub. Wir sind noch nicht dazu gekommen, dass wir die Plugins, und ja, es gibt eine Menge eigener Plugins auch. Es ist nicht nur ein bestehendes, was geforkt ist oder irgendwie Child Themes oder sowas.
Wir sind noch nicht dazu gekommen, das noch ein bisschen besser zu dokumentieren und das anschließend irgendwie ins WordPress-Repository zu tun, ist aber angedacht, ja. Weitere Fragen? Dann entlassen wir euch jetzt. Wenn wir euch schon da haben, noch ein bisschen Zeit übrig. Also wir sind schon auch begeistert, wenn ihr euch an irgendeiner Stelle mit einbringen wollt oder einklinken in unser Projekt. Oder wenn ihr sagt, super, was ihr da entwickelt habt, nehme ich mir, mache ich mein eigenes Ding draus. Hilft uns ja auch, wenn an den Stellen, wo vielleicht noch was gefixt werden muss oder so, jemand sich unsere Ideen zu eigen macht oder auch nur ein Modul davon im Prinzip für sich in Anspruch nimmt und weiterentwickelt. Also nur nochmal an dieser Stelle, nicht nur die Offenheit, sondern wirklich auch die Bereitschaft zu einer Kooperation oder zu einer perspektivischen Weiterentwicklung. Ja. Oder wenn euch das Gesamtprojekt irgendwie begeistert oder ihr sagt, Mensch, also ich bin sowieso Christ und ich habe auch nochmal ein bisschen ehrenamtliches Engagement an irgendeiner Stelle einzubringen und das passt eigentlich zu meinem Spirit dazu, dann kommt auf uns zu, wir können jede Unterstützung auch wirklich gut gebrauchen, egal in welcher Art, ob das Inhalte sind, Programmiertechnik oder ob ihr da euren Eigenweg damit weitergeht. Zack. Dann verabschieden wir euch jetzt. Vielen Dank. Ciao.